So, willkommen hier bei Tom 108 Channel nochmal. Und zwar, wie immer, eigentlich mit einer geilen Review, Unboxing. Was heißt Unboxing? Ich habe jetzt die Verpackung jetzt mal aufgemacht. Das sparen wir uns erstmal. Das wissen wir ja, wie eine Packung aussieht. Und hier ist sie auch schon. Dö, 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 dö. Okay, ist eigentlich scheiße. Präsentation einfach nur mal zeigen. Schaut euch das mal an. Krank, einfach nur krank. Ja, nicht verwundern, warum hier jetzt sowas aussieht wie ein Spalt oder so oder ein Glas oder so Bruch. Das ist kein Glasbruch, das ist eine Schutzfolie, die ich leider nicht perfekt angebracht habe. Das ist ein bisschen Luftbläschen drin. Muss ich dann nochmal justieren oder eine andere anbringen? Ich habe ein paar schon bestellt gehabt. Ja, also erstmal, wie heißt die Uhr? GW. B5600 BL1DR. Ja. Genau, Bezeichnung nochmal könnt ihr auch in der unten in der Beschreibung und so weiter oder im Titel. Wahrscheinlich schreibe ich es auch rein. Ja, also ist eine typische 5600, wie auch die Batman Styler hier, wo ich auch schon ein Review drüber gemacht habe. Unboxing. Könnt ihr euch ja gerne mal das Video dazu angucken. Ist eine meiner besten Lieblings, eigentlich die meistgetragenste bisher, die ich habe. Hier mit Saphirglas ausgestattet, also Saphirglas Qualität. Ist halt 9H Glas, also Saphirglas Härte. Und das hier ist 5H Härte. Habe ich jetzt nicht auf. Ja, ist ja auch eigentlich nicht so wichtig jetzt. G-Shocks sind auch so schon stabil genug. Aber ein bisschen Schutz wollte ich schon haben. So können wir mal die nebeneinander haben. Das hat eigentlich, glaube ich, kaum jemand gemacht. Ach, sieht ein bisschen schmutzig aus. Lassen wir das erstmal so. So, jetzt hebt's. So, was soll ich sagen dazu, Mann? Wie gesagt, jetzt haben wir auch noch eine geile romantische Atmosphäre hier, wenn man es braucht, ja. Aber, oh Scheiße. Okay. Ja, ich stehe zu meinen Fehlern. Es passiert halt manchmal, dass nicht alles perfekt ist. So, jetzt steht ein bisschen, ein paar Sekunden, ist gut. Ja, wie ihr seht, Touch Solar ist drin. Tough Solar, nicht Touch Solar. Mann, fängt schon mal gut an heute, ja. Tough Solar auf jeden Fall, hier ist ein Solarpanel. Seht ihr auch hier. Dieses gräuliche ist ein verdeckter Solarpanel. Dann stehen hier auch die ganz klassischen Sachen auch schon da. Light, also für Licht. Das gucken wir uns nachher an, wenn ich alle Lampen hier ausmache. Dann hier Receiving, da kann man drauf drücken, ein paar Sekunden, dann tut es mit dem, verbindet sich mit einer Atomuhr in der Nähe. Eingestellt ist es hier auf Berlin. Mal gucken. World Time. Stopwatch. Timer. Jetzt tun wir mal kurz. Hier kann man es einstellen. Ist bei mir auf Berlin, sieht man ja. Kann man hier noch oben und unten switchen. UCT, UTC, ich lasse es jetzt auf Berlin. Und hier, wenn ich hier drauf drücke über längere Zeit, dann sucht es nach den RCVD, eine 5600er. Selbe Lünettenform, alles gleich, auch die Ohren hier sind gleich lang, nicht wie bei der 610er. Die haben ja andere Lünetten, die passen hier auch gar nicht drauf. Anderes Modul und die haben auch kein Bluetooth. Die hier hat Bluetooth. Wie alle 5600er Modelle, unter anderem die schwarze da, wo ich schon gesagt habe. Und das können wir ja nachher mal gucken. Also die sucht jetzt LCVD. Wenn ihr seht hier unten L3, dann bedeutet das, es hat eine gute Verbindung. Wenn es bei L2 ist, dann muss man Glück haben. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Und bei L1 kann man davon ausgehen, dass es am Ende gar nicht klappt mit der Verbindung. Da muss man gucken, wo man steht. Vielleicht steht man an der falschen Ecke in der Wohnung, wie auch immer im Keller. Kennt man ja auch von den Handys auch, dass es dann einfach schlechter ist, wenn man irgendwo steht. Genau, dann gucken wir mal auf die Backplate. Ja, mal hier auf. Hier stehen auch ein paar Infos drauf. Zum Beispiel die aktuelle Modulnummer. Das ist eine Modul 3461. Multiband 6, wie gesagt, hat Verbindung mit diesen 6 Atomuhren. Case Back, Made in China, alles klar.
Water Resist 20 Bar, 200 Meter Wasserresistenz, also Wasser Tiefe sozusagen. Wobei ich bezweifle, dass es jemand auch mal macht oder so. Aber ja, damit man es mal weiß. Auf jeden Fall erfüllt es alle Kriterien, die eine G-Shock eigentlich hat. 10 Meter runterfallen aus der Höhe kann es aushalten. Habe ich nicht ausprobiert, aber ich gehe mal davon aus. Dann natürlich die Wasserresistenz. Sogar mehr, wie es eigentlich früher war. Früher waren es nur 10, jetzt ist es schon lange schon 20. Und Batteriedauer, brauchen wir gar nicht von reden. Die DW-Uhren, die mit Batterie ausgestattet sind, halten ja auch mehr wie 10 Jahre, obwohl 10 eigentlich Vorgabe ist bei denen im Qualitätsbereich Kontrolle sozusagen. Aber wir haben hier es mit einem Monstrum zu tun, und zwar im Solarpanel, deswegen TAF Solar GW. Und wenn ihr mal seht, hier steht auch GW, damit ist eigentlich immer eine G-Shock mit Solar-GW. So, könnt mich korrigieren. Und so wie ich weiß, sind das alle Uhren mit der Bezeichnung immer mit Solar ausgestattet. Und die mit DW, Digital Watch sozusagen, Abkürzung, die sind ja Batterie, nicht Solar. Genau, da muss man halt alle paar Jahre, 10 Jahre oder mehr, manche eben auch 15 Jahre, habe ich gehört. Ist eigentlich kein Stress, aber trotzdem, wenn man so eine Uhr hier hat, kann man davon ausgehen, solange man halt die an der Sonne auch manchmal trägt, dass es eigentlich ein Leben lang hält. Denke ich mal, ja. Sage ich euch dann vielleicht in 50 Jahren. So, hier sehen wir auch ein Bluetooth-Symbol. Kann man denken, was man will. Ist eigentlich auch voll einfach zu verbinden. Man braucht halt eine App auf dem Handy. Das kann ich jetzt nicht machen, weil ich gerade mit meinem Handy aufnehme. Ja, aber es ist alles eigentlich recht überschaubar und einfach. Gibt es auch genug andere Videos, die darüber reden. Es ist einfach eine App runterladen, das Modell auswählen, Bluetooth-Standort, also GPS und Bluetooth muss an sein, die zwei Sachen. Dann einfach verbinden, online muss man sein und dann tut es sich synchronisieren. Dann drückt man halt ein paar 3 Sekunden, glaube ich, hier drauf oder 4. Dann erscheint da Bluetooth-Symbol, dann sucht es. Und dann tut es sich miteinander verbinden. Naja, und was ich noch gemacht habe, und zwar damit es ein richtiger Joker wird, damit man sich fast schon wie Joker fühlt, habe ich hier noch eine fettgeile Lünette angeholt. Hier, vielleicht kennt die ja jemand. Die passt hier auch drauf. Das ist die von der TB 5600. Also die Throwback, die Joker, was jeder sagt, Joker. Was denkt ihr, wie das hier auf der aussieht? Das ist dann die echte Joker, meiner Meinung nach. Also das hat mir so gefehlt, als ich die DW mal gesehen habe, die Throwback mit dem normalen DW-Bildschirm, also ganz normal positiv, in normal grau, dachte ich mir, ja, was ist das für ein Quatsch? Das Ding muss gelb, lila sein oder andere Farbe sein, so wie dieser Joker-Anzug halt ist und speziell auch sein und nicht irgendwie so. Weil die Batman-Uhr, so nenne ich sie, die grau-schwarze da hinten, wo ich schon ein Video drüber gemacht habe, die sieht auch wirklich aus wie eine Batman-Uhr. Grau-schwarz. Und die hier, die wird zur Joker-Uhr jetzt gleich. So, jetzt könnt ihr es schon lesen, es ist passiert, was ich mir schon irgendwie gedacht hatte, dass oben Error steht. Ist nicht wichtig, man kann die ja auch schon per Bluetooth verbinden. Hier in der Wohnung ist natürlich ein schlechter Empfang. Jetzt gerade, deswegen hat es nicht geklappt. Oder Vorführeffekt. Ich habe jetzt die Schrauben hier gelöst. Sieht man, das sind 4 Stück, wie gesagt. Jetzt lasse ich die erstmal so auf mich wirken. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt findet, aber das sieht schon richtig krank aus, oder? Also so richtig Clown-krank-mäßig. Also so wie Joker eigentlich die haben müsste. So, das war die vorher. Fand ich jetzt auch nicht schlecht. Aber so ist es schon eine richtige Bombe, farblich gesehen. So Candy-mäßig eigentlich. Ja, die Throwback ist ja auch ein Candy, so richtig so. Naja, und es ist auch cool eigentlich so, wenn man drauf guckt. Hier, das geht so über. Es ist drin kein schwarzer, so wirklich Akzent, der sich wechselt. Da war das schon ein bisschen. Naja, egal, ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Und ich finde es ganz ehrlich. Das ist jetzt gucken wir nochmal an, das ist Batman. Und das ist Joker.
Hier habe ich den V2-Band drauf, der eigentlich schon von Serie aus kommt. Genau. Einfach nur krank. Jetzt wird sie Probe getragen. Ich hoffe, mit mir passiert nichts, aber irgendwie spüre ich schon etwas richtig Krankes jetzt, wenn ich die Uhr angucke und anziehen will. Ich hoffe nicht, dass es nochmal passiert. Oh mein Gott. Ich habe keinen Bock drauf, ganz ehrlich, Mann. Mir letztens wirklich, ich habe Geschichten gehört. Also, mal gucken. Ich hoffe nicht, Leute. Sonst seht ihr gleich was ganz Komisches oder was anderes. Oh mein Gott, oh mein Gott. Gedacht eigentlich, wer hier vor euch steht, Mann. Schaut euch mal die kranke Uhr hier an. 11:44 Uhr. Habt ihr euch jetzt gedacht, ich erzähle einen Witz oder so ein Quatsch? Das gibt's bei uns nicht. Okay? Wünscht ihr was von gestern? Es gibt nur noch kranke Uhren. Ein Shisho kann dir das sagen, okay? Yeah. Was denkt ihr, wer dahinter steht, Mann? Ist ja nicht J-Shock, Alter. G-Shock. Jetzt geht's gleich weiter. Und zwar habe ich schon gehört, dass sich der nächste anbahnt. Denn es gibt auch andere Uhren, die versuchen uns den Weg sozusagen zu durchkreuzen. Die erste Uhr, die uns dahin führt, ist die hier. Aber es gibt eine kranke Uhr, leider. Die lasse ich nicht an mich ran. Das ist Batman, Mann. Mit dem bin ich nicht ganz da. Ich kenne die Geschichte. Lange Rede, kurzer Sinn. Damit. Oh. Weg. Oh mein Gott. Ich bin wieder normal geworden. Weg damit. Scheiße, es ist fast schon wieder passiert, oder? Shit. Alter Schwede. Oh. Muss mal gleich mal. Wenn ich die andere anziehen, dann werde ich wieder normal, oder? Sollen wir es ausprobieren? Ich sehe schon Fledermäuse um mich herum zischen. Aber. Ich zieh's mal trotzdem an. Oh mein Gott, hoffentlich passiert jetzt nichts. Oh. Wer ist denn da? Hier. Das ist der richtige Batman hier, Alter. Was hast du gedacht? Dass du hier eine Chance hast, oder was? Mit dem Drecksklumpen hier. Das sind kranke Uhren, Mann. The Dark Knight is ever here, forever. And he's preaching his fucking destiny, man. To kill all these fucking enemies in this town. Yeah, and I have RCVD instead of error, what you have. Bullshit Joker. Yeah. Fighting against the enemies. Yeah, G-Shock. Fuck, fuck, weg damit. Was habe ich jetzt schon wieder geträumt, Alter? Hey, was geht denn hier ab? Ich hoffe nicht, dass ihr das jetzt gesehen habt, weil irgendwie habe ich mich nicht mehr. Ich bin aufgewacht, ich habe erst einen Traum gehabt und jetzt bin ich wieder da. So schnell wieder ausgezogen, Mann. Das ist toll. What the fuck? Okay, auf jeden Fall kauft euch nicht die Uhren, sonst erlebt ihr den gleichen Shit wie ich. Also kurz gesagt hier die Joker Watch. Kurz gesagt hier, wenn ihr die andere Review gucken wollt, die Batman Watch. Eine meiner ersten Uhren. Reviews auf diesem Channel, also könnt ihr vielleicht mal reingucken, um zu gucken, wie es früher war. Aber die Uhr hier, echt, ist echt abgefahren. Also wirklich, wenn man auffallen will, wenn man sich mal zu, keine Ahnung, vielleicht als Joker verkleidet oder so, dann denke ich mal, es ist ein gutes Accessoire, kommt gut an, sieht lustig aus. Kann man aber auch wieder zurückmodden auf die Original. Sieht meiner Meinung nach richtig schick aus mit dem Ganzen. Und das innere Display, also was richtig cool ist. Ich möchte nicht lange rumreden. Danke, dass ihr da wart, reingeschaltet habt und abonniert doch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Es wird auf jeden Fall noch mehr kommen. Auto-Reviews, richtig kranke Ideen habe ich noch. Und ja, viel Spaß bei dem, was ihr gerade macht. Wochenende, versammelt euch mit guten Freunden, Verwandten. Oder seid einfach gechillt alleine da, wenn es euch auch gefällt. Bis dahin, yeah!